Sie kennen sicherlich den Film Wall Street mit Michael Douglas. Da stellt sich Michael Douglas vor ein Publikum und sagt, Greed is good, greed is right, greed works. Gier ist gut, Gier funktioniert, Gier ist richtig. Das sind die Worte von Michael Douglas und die könnte man jetzt in die heutige Zeit übersetzen mit so Begriffen wie FOMO, Fear of Missing Out, Stocks always go up, buy the dip etc. Und wir sehen Jahresendprognosen etwa von Goldman Sachs, die sagen, der S&P 500, der wird auf 5100 Pünktchen steigen. Das sind so 8-9% noch bis die Jahresende, also in den letzten etwa 5-6 Wochen, die wir noch zu handeln haben. Das wäre also ein Anstieg, der in einem völlig überkauften Zustand nochmal passieren soll. Okay, ausgeschlossen ist nichts, aber jemand von Goldman Sachs, nämlich der Chef von Goldman Sachs, der CEO David Solomon, hat heute gesagt, ja, es gibt Perioden, wenn die Gier größer ist als die Angst und wir sind sicherlich in einer solchen Periode und Goldman Sachs tut viel dafür, damit es auch so ist, indem man etwa die Kursziele anhebt. Hier sehen wir unten nochmal Michael Douglas. Also, was soll schon schief gehen? Es gibt viel, viel Gier und ganz wenig Angst. Alles ist gut. Und das will ich Ihnen zeigen, wie gut es ist, etwa die Umfrage der Bank of America unter diesen knapp 400 Großinvestoren. Die sind nach wie vor Long Tech Stocks, noch mehr im November als im Oktober. Long Bitcoin, Long ESG, also diese Umwelt politisch korrekt etc. und so weiter und so fort. Und man ist nach wie vor eigentlich Long in den Inflation Assets. Also irgendwie ist man positioniert auf Inflation und Short in Taper Assets, also dieses Tapering, was ja jetzt schon begonnen hat im November durch die fette Reduzierung der Anleihekäufe. Und man ist stark übergewichtet in US-Aktien, stark untergewichtet nach wie vor in Energie und in Cash. Also wir sehen, die Großen, die sind ein bisschen gierig, Fear of Missing Out, das sehen wir auch hier. Da etwa die Positionierung dieser großen Fondsmanager ist jetzt wieder angestiegen. Man hat also mehr Geld jetzt wieder in den Märkten. Gleichzeitig hat sich die Erwartung für die Wirtschaft ein bisschen stabilisiert, aber die ist steil abgestürzt. Nicht aber die Positionierungen, die waren nie steil abgestürzt. Hier die obere Grafik. Und sie erwarten Emerging Market Equities im nächsten Jahr als Best Performer. Und den S&P 500 vor Bitcoin. Interessant. Also der S&P 500 soll weiter sehr gut laufen. Die Emerging Markets, die nicht so gut gelaufen sind, die sind also die neuen Favoriten. Und jetzt kommt mit das Entscheidende, nämlich das Thema Inflation und wie die Notenbanken darauf reagieren. Eben diese Fondsmanager sagen, und etwas mehr sagen als im letzten Monat, ja, das ist transitory. 61%, 58% sagen, haben das noch im letzten Monat gesagt, permanent sagen jetzt nur noch 35%, im letzten Monat waren es 38%. Die Daten geben das nicht her bisher, da haben wir gesehen, die Inflation steigt immer heftiger. Mit anderen Worten, wie das ein Kommentator sagt, sind die Märkte nicht positioniert für eine höhere Inflation und dementsprechend auch nicht positioniert für eine stärkere Reaktion der Notenbanken. Wir sehen, dass die Inflationserwartungen jetzt deutlich runtergefallen sind. Man erwartet also ein Nachlassen der Inflation hier im unteren Chart. Okay, kann passieren, aber schauen wir mal, ob es passiert. Die strukturellen Faktoren sprechen für eine weiter sehr hohe Inflation. Wir haben jetzt ohnehin dann die Basiseffekte Dezember, Januar, Februar. Da wird die Inflation zum Vorjahresmonat so oder so hoch bleiben. Jedenfalls sehen wir, dass auch die Privatinvestoren all in sind. FINRA Margin Debt, also praktisch die Hebelung, die man in seinem Portfolio hat. Man kann in den USA ja seine eigenen Aktien beleihen, also sein Aktienportfolio, kriegt dadurch Cash und kauft dann wiederum Aktien. Wir sehen einen neuen Rekord. Der S&P ist ja im Oktober 6,9% gestiegen. Margin Debt ist nochmal um 32,7 Milliarden Dollar gestiegen auf jetzt 935,9 Milliarden Dollar. Überflüssig zu erwähnen, dass das ein neues Allzeithoch ist. Überflüssig zu erwähnen, dass die Amerikaner ohnehin über beide Ohren verschuldet sind. Im Jahr 2000 waren es um und bei 4 Billionen Dollar. Jetzt sind wir bei 15 Billionen Dollar. Tendenz weiter aufwärts. Also immer höher, immer weiter, immer verschuldeter, immer
höhere Kurse, immer höhere Vermögenspreise und das Ganze soll ewig gehen. Ja, sicher, das hat die Vergangenheit gezeigt, dass solche Dinge immer ewig gehen. Das haben wir gesehen in der Dotcom-Blase, das haben wir in der Euphorie gesehen, die kurz vor Ausbrechen der Finanzkrise der Fall war. Das ist das Muster, das wir in den 1920er Jahren hatten. Wann das Ganze explodiert, weiß man nicht. Das ist das Problem. Und alle, die Profiteure dieser Entwicklung sind, sagen, ja, das ist doch immer dieses Negativgeschwätz etc. Das wird nicht passieren, das kann nicht passieren, weil es nicht passiert ist in der Vergangenheit. Also die Kursentwicklung gibt scheinbar diesen Dingen recht. Aber wenn wir später dann darauf zurückschauen, werden wir wissen, das war nicht die richtige Einschätzung der Dinge. Wir sehen, dass die Future-Märkte im Anleihe-, im Zinsbereich ganz anderer Auffassung sind. Hier sieht man eine 55-prozentige Chance bei den sogenannten Fed-Fund-Futures, dass die Fed in 2022 dreimal die Zinsen anheben muss. Das ist offenkundig nicht das Szenario zwischen oder an den Aktienmärkten. Also gibt es ein großes Auseinanderklaffen, eine große Lücke zwischen eben den Aktienmärkten und eben diesen Zins- und Anleihemärkten. Wir sehen jetzt einige Inflationssignale, die die Fed benutzte. 5 sind es an der Zahl, die jetzt dunkelrot aufleuchten, und die Fed kann eigentlich gar nicht mehr anders, wenn sie Geldpolitik noch irgendwie ernst nehmen würde, als jetzt vielleicht das Tapering zu beschleunigen, zu sagen, okay, wir werden ganz, ganz schnell aus diesen Anleihekäufen aussteigen, viel schneller. Ob das passiert, ist eine Frage oder eine andere Frage, die wird vielleicht auch damit zusammenhängen, wer jetzt nächster Fed-Chef ist oder bleiben wird, ob Paul oder Lyle Brainard, dazu gleich mehr. Und wir haben dann natürlich diese Wahnsinnsbeschwichtigungsversuche wieder heute, Schnabel. Also die Furcht vor einer Rückkehr der Stagflation, die scheint unbegründet. Und wenn wir weiter Bonds kaufen, dann würden wir damit signalisieren, also weiter QE betreiben nach dem Februar, nach dem März, wenn dieses PEP-Programm ausläuft, dann würden wir damit signalisieren, dass wir überhaupt keine Absicht haben, die Zinsen anzuheben. Die Gindos, die Inflationserwartungen sind immer noch verankert, immer noch. Wir sehen aber, dass die Inflationserwartungen weiter nach oben schießen. Dagegen hat der französische Finanzminister Le Maire heute gesagt, also die hohe Inflation wird mindestens bis Ende 2022 bleiben. Und interessanterweise hat die Europäische Zentralbank, also die EZB, heute einen Finanzstabilitätsreport gebracht. Das hatte vor einigen Tagen auch die Fed gemacht. Und die EZB warnt vor allem vor allzu hohen Immobilienpreisen und sagt, da liegt eine Gefahr. Man braucht immer weniger Eigenkapital. Die Banken sind immer bereiter, mehr Kredite zu geben. Man sagt aber mit keinem Wort, wie Mohamed El-Erian hier anmerkt, dass ein unmittelbarer Ausfluss eben der Geldpolitik der EZB ist. Man beklagt also Missstände, die man selber faktisch hier hervorgerufen hat. Das ist schon eine lustige Geschichte. Heute Vermögenspreisindex Flossbach von Storch mit dem Titel Inflation an allen Fronten. Wir haben jetzt im Bereich Immobilien etwa den zweitstärksten Anstieg ever gesehen in diesem Quartal. Der größte Anstieg war im Vorquartal. Also wir sehen, die Dinge sind völlig aus dem Ruder gelaufen inzwischen. Aber nein, es gibt keine langfristigen Inflationsgefahren, meine Damen und Herren. Das müssen wir unbedingt glauben, sonst kommen wir automatisch in die Hölle. Was ein bisschen gegen Inflation spricht, ist die Corona-Situation jetzt hier in Deutschland zum Beispiel. Wir sehen hier, dass nur als kleines einspringen soll, dass die Restaurantbesuche schon deutlich zurückgehen. Und es ist immer so, wenn die Inflation nach oben geht und außer Kontrolle gerät, dann werden Schuldige gesucht. Du warst es. Und da hat man jetzt in den USA jemand gefunden. Man will untersuchen, ob es illegale Absprachen gegeben hat bei Öl- und Gasfirmen. Ja klar, das sind alles Kriminelle, gell? Also alle ausnahmslos, das ist ja völlig klar. Und das zeigte, dass jetzt eben wir in der Phase sind. Erstmal die erste Phase, das hat Nordea mal schön rausgearbeitet, ist nö, nix Inflation. Dann Inflation doch ein bisschen höher, aber transitory, vorübergehend. Dann, oh shit, die Inflation ist nicht vorübergehend. Viertes Stadium, wir suchen Schuldige, du warst es. Fünftes Stadium, scheiße, wir haben ein richtiges Problem. Wir müssen jetzt komplett auf die Bremse treten. Dieses Stadium wartet noch auf uns. Wir sind jetzt also in dem mit dem Finger auf andere zeige Stadium. Das ist eine Entwicklung, die sich immer wieder wiederholt. Das ist menschliche Geschichte, die sich reimt, die sich nicht exakt wiederholt, aber die sich immer wieder reimt. In ähnlichen Situationen verhalten sich Menschen eben ähnlich. Und apropos Inflation, Energiepreise, habe ich bisher in den deutschen Nachrichten noch nicht gehört.
halte ich aber für sehr wichtig. Belarus, also Weißrussland, hat gesagt, dass man ab morgen kein Gas mehr durch die Ukraine leiten wird. Das sei alles temporary. Mhm. Okay, das ist ja diese Jamal-Plattform, die Sie hier in dem Bild sehen. Die geht von Russland durch Weißrussland und dann über Polen nach Deutschland. Jetzt gibt es offenkundig die Situation mit Nord Stream 2, dass es wohl mindestens bis März 2022 dauern wird, bis Nord Stream 2 genehmigt würde. Wir also praktisch eine Alternative hätten für Belarus, für Weißrussland. Das ist natürlich eine super gute Nachricht angesichts des anstehenden Winters. Und wir sehen, dass die Preise reagieren, schießen senkrecht nach oben, über 100 Euro die Megawattstunde. Ich hatte gestern das Anschreiben meines Gasanbieters präsentiert, der meinen Gaspreis von 5,77 Kilowattstunde auf 13,80 angehoben hat oder anheben will. Ich werde das Ganze kündigen, aber es wird auf jeden Fall mehr werden, als ich vorher bezahlt habe. Das ist jetzt wahrscheinlich eine Geschichte, die praktisch jeder bekommt. Sorry, wir müssen die Preise anheben, aber das ist temporary, meine Damen und Herren. Der Winter wird ja auch vorübergehen, also der ist auch transitory, gar keine Frage. Transitory ist sicherlich auch die Abwertung der türkischen Lira. Ich habe jetzt mal die türkische Lira gegen US-Dollar, normal zeigt man ja immer US-Dollar gegen türkische Lira, da sind wir über 10,60 gestiegen. Heute Morgen ja die Zinsentscheidung der türkischen Nationalbank, das wird ein absoluter Hingucker. Wir sehen, dass etwa 2017 hier türkische Lira zu Dollar noch bei 0,27 war, jetzt sind wir bei 0,9, das in 3 bis 4 Jahren. Die Türkei wird der erste Dominostein sein, der fällt in der Geldentwertung. Es wird sozusagen, es ist das Wetterleuchten eines größeren Gewitters. Ja, es stehen jetzt viele Notenbankentscheidungen an und interessanterweise ist es derzeit so teuer, sich gegen starke Kursbewegungen bei Euro-Dollar abzusichern, wie seit März 2020 nicht mehr, interessanterweise. Wie gesagt, da werden jetzt viele Notenbanken noch vor Weihnachten dann agieren. Und wir sehen in China, dass die Neubaubeginne um 30% gefallen sind zum Vorjahresmonat. Das Problem mit den chinesischen Immobilienentwicklern ist strukturell, ist immanent. Das wird nicht aufhören, auch wenn Evergrande mal eine Rate bezahlt, die sie sowieso bezahlen müssen. Das ist alles nur die Spitze des Eisbergs. Und all das werden wir auch besprechen morgen, meine Damen und Herren, in der Boom und Bust, morgen 18.30 Uhr. Da haben wir die 10. Folge Kryptowährungen, Spekulationsblase oder Alternative zur bestehenden Geldordnung mit Sascha Huber. Sascha Huber ist ein wirklich genialer Typ. Ich habe schon ein Gespräch mit ihm jetzt geführt. Er ist jemand, der ein absoluter, absoluter Kenner ist, der wirklich die Dinge analysiert, wie ich selten gesehen habe. Und wenn mich jemand von Kryptowährungen überzeugen kann, dann ist es Sascha Huber. Ich werde Ihnen hier eine Vorschau, eine Vorankündigung unter das Video packen. Ebenso wie ein Artikelhinweis, ein Artikel von mir heute, warum Lyle Brainard nächste Fed-Chefin werden könnte. Es soll ja in dieser Woche noch passieren, dass Biden sich entscheidet zwischen Powell, das wäre der Kandidat der Wall Street, oder eben Lyle Brainard. Das wäre eine politische Entscheidung, die ihm viele Vorteile bringen könnte. Das versuche ich zu argumentieren in diesem Artikel. Wie gesagt, unter dem Video, die Wettbüros sind sich jetzt nicht mehr ganz so sicher wie noch vor kurzem. Und ich will hinweisen auf Freitag, da die Veranstaltung, diese Online-Konferenz für Anleger und Investoren mit Dirk Müller, Professor Rieck, mit meiner Wenigkeit. Ich hatte heute Morgen das schon gesagt. Ich will mal ein bisschen zeigen, wie ich arbeite. Ich will die wichtigsten Informationskanäle, die ich habe, mal zur Darstellung bringen, sodass Sie das auch nutzen können, wenn Sie denn wollen. Unterteilt in 4 Kategorien, die für mich wichtig sind. News, die ganz schnell passieren, die man möglichst schnell auf dem Zeiger haben sollte. Super geile Kanäle, die es absolut wert sind, sich hier mal anzuschauen. Dann das Thema China und das Thema Energie. Das sind die 4 Bereiche, die ich hier zur Darstellung bringen werde. Auch das unter dem Video. Sie haben Zeit bis Freitagmorgen, sich da anzumelden. Das Ganze ist kostenlos, unverbindlich. Man kann das Ganze aber nur verfolgen mit diesen verschiedenen Leuten, die dabei sind, wenn man eben den Link hat. Dafür muss man sich anmelden
Und dann kann man es auch am Freitag gucken oder am Samstag gucken oder nächste Woche gucken oder in 2 Wochen gucken. Aber ich denke, das ist etwas, was Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Wie gesagt, hier heute 3 Links. Der Fugmann ist anstrengend. In Gel ein Artikel, eine Ankündigung für Boom und Bust morgen 18:30 Uhr. Und dann eben diese ganze Geschichte mit dem Blocktrainer, mit vielen anderen, die, denke ich, ein absolutes Muss ist. Und jetzt einen schönen Feierabend. Ich sage Servus und Ciao. Greed is good.